Alright, 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 Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Case-Clicker-Trading-Folge. Mal wieder über 100 Trades habt ihr mir gestellt. Ich habe alle Pending-Trades mal abgebrochen, beziehungsweise weggeschmissen, weil es ist jetzt 2 Wochen her, wo ich einige reingelegt habe und die haben ihren Trade nicht angenommen bisher. Und von daher werde ich das jetzt alle 2 Wochen einmal durchspülen. Und wir fangen mit dem Trade von Icy Hen an. 817 bietet mir ein paar Desert Eagles und sonstige Items an. Und dann schauen wir mal, was wir zurückgeben. Da die Trades immer mehr und mehr und mehr werden, werde ich einfach irgendwas random reindroppen. Ihr wisst, dass das sehr viel Zeit kostet. Jeder Trade dauert hier fast eine Minute. 1300 von Icy Fighter mit einer Menge Stickers. Ich kann auch eine Menge Stickers reinlegen. Kriege ich die besseren zurück. Ha. Tricked, Bro. Nee, nicht falsch verstehen. Wenn ihr mir Stickers gebt, habe ich immer. Gehe ich davon aus, dass ihr mir helfen wollt, damit ich mehr Jackpot spielen kann. Einfach mehr zocken kann. Deswegen versuche ich da irgendwie vielleicht was Gegenwärtiges zu geben, damit ich diese Stickers auch bekomme. Zum Beispiel WestSend 826 bietet mir eine Menge 50 $ Sticker an. Und ich wandle 400 Dollar gegen 400 Dollar um. Guter Tausch. Slim Chicken 924 hat mir ein paar gute Items gedruckt. Wahrscheinlich einfach nur dafür, dass ich traden soll. Mal gucken, was ich dem gebe. Hast du schon ein Souvenir in Indigo? Indigo Go. So, aber wir wollen nicht nur Trades bearbeiten. Ihr habt mir auch eine Menge Fragen gestellt. Eine Menge. Nicht krass so viele wie Trades. Die Trades sind immer noch übermaßen viele. Und die will ich jetzt hier nach und nach mal bearbeiten. Und die erste Frage ist von Lenino. Ask's denn kurz oder weitsichtig? Kurz. Ich bin so kurz, du. Aber alles andere ist lang. Oder weit. Eins von beiden. Bronze Turtle hat ein cooles Crimson Web für 827. Roundboy 921 hat mir die Fire Serpent und eine Dragonlaw reingelegt. Der letzte hat seine abgelehnt. Er wollte mir die Dragonlaw nicht gönnen, deswegen versuchen wir jetzt mit dem zweiten. Nee, aber kurzsichtig bin ich schon Ewigkeiten. Ich glaube, ich bin schon so lange blind. Oder ich weiß gar nicht mehr, wie es anders wäre. So, hab ein paar Knives, paar Stickers rausgegeben. Mal gucken, ob ich die Dragonlaw kriege. Ich will endlich mal ein 2300-Dollar-Item in meinem Inventory haben. Blackgrave 568. Ein kleiner Mix aus Point Disarray und Chalice und Twilight Galaxy. Ich schenke dir mal ein Knife. Ich glaube, du freust dich über ein Knife. Hier so ein Gut Knife. Schon zu der zweiten Frage. Spielst du das richtige CSGO und welcher Rang bist du? Von Tony LP. Ich habe ja schon CSGO-Videos rausgebracht, aber die Frage kommt trotzdem recht häufig von unterschiedlichen Leuten. Ja, ich zocke CSGO. Aus Fun ab und zu mal so ein bisschen rumballern. Nichts Seriöses. Ich will auch nicht seriös spielen, weil wenn man seriös spielt, dann ist das Spiel langweilig, ehrlich, wenn ihr mich fragt. Man ist dann deprimiert, wenn man verliert. Wenn man das mit Spaß zockt, macht das irgendwie mehr Spaß. Das ist die Logik des Todes. Und ich bin aktuell Master Guardian 2. Ich war aber auch schon mal DMG. Ist schon ein bisschen her, auch noch vor dem Update. Aber ist okay. Wie gesagt, ich spiele das nicht aus Seriösen. Und wenn ich DMG bin, dann wird das alles so hart und die Leute spielen so gut und geben die fucking One-Taps ins Kopf und das fuckt mich ab und dann werde ich sauer. Nee, ich hab's gerne, wenn es ein bisschen easier ist. Wenn es ein bisschen leichter ist, dann macht das Spiel auch an sich mehr Spaß. Und ich zocke immer mit Corrupted und Bardo als Team und deswegen macht das auch eigentlich immer mehr Spaß, wenn man es einfach lustig dabei ist. So locker flockig ein bisschen rumhanden, ohne seriöse Abfuck-Dinger, wo die Leute dann einfach nur ragen, weil die CSGO-Community ist total rage. Anfällig. Sharp Chicken 842 bietet mir einen guten Sticker an, den ihr mir eintauscht. Ich tausche den ein gegen Da gebe ich einen Vox Eminor. Der ist nur ein bisschen weniger wert, aber dafür kriege ich ihm etwas besseren Sticker zurück, den ich dann in den Jackpot reinschmeißen kann. Und dein Sticker wird mir den besten Jackpot ever bereiten. Ich glaube an dich. Ich glaube an dich. Fucking hell. Sunsend 8. Ich habe ja in der letzten Folge euch aufgerufen, wer kann mir den teuersten Trade in Case-Clicker reinhauen. Und Sunsend 8 macht gerade den Anfang und zwar hat er eine Menge Shit reingeworfen. Eine Menge Karambit Knight für 1500, 1000 Marble Fade, 2300, da war gerade ein M9 Bayonet, nee, einfach nur ein Bayonet Knight. Eine Menge Fire Serpents. Okay, Sunsend 8 macht den Anfang mit 30.000. Mal gucken, ob wir noch ein paar teurere finden. Gutes Zeug, Dude. Auch Setfighter 162 gibt ein bisschen mit seinem Inventory an, aber halt kommt noch 15.000. Nur. Ich finde 15.000 schon ziemlich krass gerade. Hat ein paar Karambit Fates, Marble Fates, auch alles Leckerdinger. Guck mal, ein Bayonet Blue Steel für 1.000. Uiuiui. Ich muss noch die ganzen, seit dem Update, die ganzen guten Knives muss ich noch alle holen im Jackpot. Ich muss mehr Jackpots spielen, anstatt mehr Trades machen. Holy shit, Noblecat 272. Er toppt Sunsend 8 mit 30.000. Der Dude hat ein Inventory von 30.000 mit einer Menge Dragonlaws für 1.500, aber keine Souvenir-Dinger. Das heißt, da ist noch eine Menge drin. Echt eine Menge ist da drin. Wenn irgendeiner ankommt mit 20 Dragonlaws Souvenir, der wird gewinnen hier. Youngbee 274 bietet mir einen Tiger Tufan, Desert Strike, Jaguar, Icarus Fell. Ich habe ihm hier ein Knife geschenkt. Ich hoffe, du bist zufrieden. Wie immer gilt, ich kann eure Wünsche nicht annehmen. Ihr seht, das ist einfach zu viele. Ich habe keine Übersicht, wer von euch wer ist. Selbst wenn ich die Übersicht hätte, ich hätte zu viel Arbeit dadurch, jeden Einzelnen rauszusuchen.
was er sich gewünscht hat. Dann müsste ich den Namen zuordnen, dann den raussuchen. Ach, nee. Da kommen wir auch zur nächsten Frage von Jonah Bertmann. Wird auch mal PC-Spiele, zum Beispiel StarCraft, Minecraft oder so, kommen? Eigentlich kommen die ganze Zeit PC-Spiele raus. Das ist das, was ich nebenbei neben Case-Clicker mache. Wie Yandere Simulator, Minecraft habe ich auch schon gemacht. GTA 5, CSGO. Wie gesagt, ich zocke ja nicht nur Case-Clicker, auch wenn das die meisten Views bei mir hat. Ich will aber auch alle anderen Spiele spielen. Ich will auch gute Videos rausbringen und lustige Videos. Es würde mich auch freuen, wenn ihr diese anderen Videos schauen würdet. Weil das Verhältnis zwischen Case-Clicker und einem anderen Video ist immens. Klar, die meisten von euch wollen nur Case-Clicker sehen, nichts anderes. Aber wie gesagt, es würde mich trotzdem freuen, wenn ihr die anderen Videos eine Chance gibt. Einfach mal reinguckt, weil die sind auch teilweise sehr lustig. Hoffe ich mal. Ich weiß nicht, bin ich lustig? GirlyDuck672 bietet mir eine Lightning Strike an. Ich gebe dir einen Knife zurück. Die nächste Frage ist von Zeppa. Und zwar, Jostein, was ist dein Lieblingsfußballverein? Deutschland. Deutschland ist mein Lieblingsfußballverein. Ich mag es, wie die spielen. Ich bin nicht der krasseste Fußballfan. Ich bin eigentlich so gut wie gar kein Fußballfan. Außer wenn Deutschland irgendwie halt eine Weltmeisterschaft, eine Europameisterschaft spielt, dann gucke ich mir das sehr gerne an, weil halt Deutschland. Aber sonst die ganzen Vereine interessieren mich eher weniger. DulfLloyd881 hat eine Souvenir Night für $500. Sorry, ich muss leider canceln. MintBiker969 hat das Bayonet Knight angeboten und die will ich ehrlich gesagt haben. Wollte eigentlich drauf warten, bis ich das im Jackpot kriege, aber ich will ja auch ein bisschen mal ansammeln. Ich will ja ein bisschen mehr haben als nur eins. Deswegen mal gucken, ob ich die abschwatzen kann mit so ein bisschen nutzlosen Shit. Weil ich werde immer davon ausgehen, dass ihr mir einfach was schenken wollt. Deswegen, keine Ahnung. Wie gesagt, es ist für mich total schwierig. Ein paar Knives, ein paar Sticker. Sollte fair sein, mehr oder weniger. Ich hoffe, du gehst drauf ein und ich hole mir den nächsten. Die nächste Frage ist von CrazyPVP und zwar: Warum warst du in Conquerors Video und sagtest Tomatensaft? Eine berechtigte Frage. Viele von euch wissen ja vielleicht, dass ich bei Concraft im Video war. Und da habe ich Tomatensaft reingeschrien. Tomatensaft! Der Grund dafür ist einfach. Ich hatte morgens Tomatensaft und irgendwie mittags hat Concrafter gefragt, stellt mir eure dümmsten Antworten. Und da habe ich Tomatensaft reingeschrien, weil ich mir nichts Besseres eingefallen ist. Ich hoffe, das zerstört eure Weltbild nicht, aber das ist die Ursprungsgeschichte von Tomatensaft. Und seitdem geht das so ab. Ihr schreibt so oft Tomatensaft. Ich sehe das in den Kommentaren, auf Twitter, überall. Was so cool ist, weil einfach nur so ein Tomatensaft und die Leute feiern das extrem. So, HotJulie235 bietet mir ein paar Knives an. Ich biete auch was an. NiceWine27 hat einen Tiger Tooth und noch einen Tiger Tooth. Gute Dinger, muss ich leider canceln. Hoho! RoundDot518 setzt die Messlatte hoch mit 47.000. Und zwar hat der Bionite Knight. Und ich glaube, wenn er jetzt... Ja, da sind wahrscheinlich zweimal Bayonet Nike. Zweimal oder 20, weiß ich gerade gar nicht, was ich gesagt habe. Aber das heißt, man kann es nicht toppen. Das ist das teuerste Knife, glaube ich, in diesem Spiel aktuell mit dem Preis. Und das ist wahrscheinlich auch der teuerste Trade, den man machen kann mit 47.000. Marvin Deutschler will wissen, wann hast du die 1 Million Abonnenten? Morgen? Wäre schon geil, wenn das morgen wäre. Aber ich glaube, in 1-2 Jahren oder so. Falls überhaupt. Wenn das jetzt so weiter krass geht, wie es aktuell ist, wie er mich gerade unterstützt, dann wird das wahrscheinlich in 1-2 Jahren sein. Meistens geht das ja immer schneller, desto größer man wird. Dryhammer454 bietet mir eine Blood in the Water und einen gesunden Mix aus unterschiedlichen Items. So, kriegst ein paar Stickers und gute Items zurück. CrewLeader565, auch ein gesunder Mix aus Stickern, Items und so weiter. GreenLeader741, auch eine Menge Chalice und da ist eine Souvenir Dragonlaw sogar dabei. 2000, müsste ich ein bisschen wieder zusammenkratzen. Ich habe jetzt schon 2 teure Trades gemacht. Small Turtle 721, auch ein gesunder Mix aus Knives und Items. Habe ich schon erwähnt, dass das ein Zweiteiler wird, die Trades? Ich werde in der Mitte mal, nachdem ich die Trades halbwegs abgearbeitet habe, mal einen Cut machen. Auch mit den Fragen und dann geht das den zweiten Teil über, weil es wird zu viel für ein Video. Da müsste ich sehr viele rausschneiden von euch. Anders funktioniert das leider nicht, einfach an der Menge der Leute, die mich hier Trades stellen. Die nächste Frage ist von Ayhan Yassa. Wie bist du auf YouTube gekommen, um anzufangen? Also, das ist eine gute Frage. Es war mehr, bin ich drauf gekommen? Ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt. Irgendwie, ich weiß nicht, ich war schon immer ein bisschen kreativ veranlagt. Ich habe ja als Hobbys Fotografie und Videografie. Habe ja auch schon vor YouTube immer Videos gemacht. Auch die findet man auf Vimeo alle ein bisschen. Das sind so Urlaubsfilme, die ich immer gecuttet habe. Und ich wollte einfach, dass die Leute mehr davon sehen. Es kam ja nie super an, wenn man keine Abonnenten hat, dann sehen die Leute das nicht. Und ich hatte Bock drauf, einfach durch die Videos irgendwie die Leute glücklich zu machen. Videos zu produzieren, wo die Leute lachen drüber können. Und irgendwann habe ich dann auf YouTube mehrere Leute entdeckt, wie Jacksepticeye und so weiter. Da war er noch recht klein, unter 100.000 Abonnenten. Und es gefiel mir einfach, dass er durch seine Art Leute glücklich machen konnte. Dass er den Tag einfach versüßen konnte, durch seine Art, durch seine witzige Art.
Und da dachte ich mir, das ist eigentlich geil, wenn man sowas machen kann, um Leute glücklich zu machen, durch seine Videos. Warum sollte man das nicht machen? Und zumal ich auch Videos machen konnte, dann habe ich angefangen zu produzieren. Auch einerseits, um auf YouTube irgendwie einen Traum zu erfüllen, durch Videos irgendwie was zu erreichen zu können. Auch Videos zu produzieren, die man selber immer produzieren wollte, weil Videos kosten sehr viel Zeit und ich habe meistens auch nicht das Equipment dafür oder die Leute, die ich dafür bräuchte. Und durch YouTube kennt man halt Leute kennen. Kennt man Leute kennen, ne? Zweimal kennen. Nein, man lernt die Leute ja kennen und dann findet man Gleichgesinnte, die auch Videos gerne produzieren. Das steht natürlich alles noch in den Sternen, dass ich das jemals erreiche. Andere Leute dazu holen, irgendein Video zu drehen mit denen. Lucky Arrow 201 hat ein cooles Bayonet Blue Steel. Ah, so viele coole Items, ey, ich wünschte, ich könnte alle annehmen. Aber dann könnte ich kein Jackpot spielen, dann hätte ich nichts mehr, um Jackpot zu spielen, weil ich meine ganzen Stickers immer opfer. Sein Player 498 hat einen Trade von 15.000, ja, da hat der eine leider schon, Round Dot war das, ne, der hat leider mit 47 hier alle getoppt. Matt777Bro fragt, wie alt bist du und wo wohnst du? Die Frage nach dem Alter habe ich schon mal beantwortet. Es gibt viele Legenden um den Stan. Manche behaupten, er schuldet Jesus noch Geld. Andere behaupten, er wäre ein 15-jähriger Vollidiot. Viele sind auf der Suche nach dem Geheimnis. Quer über die Welt, quer übers Land. Denn die Zeichen sind irgendwo da draußen. Aber das ist eine andere Geschichte. Mal ein Video auf Haystan benutzt die Antwort, weil die Frage ist irgendwie so häufig dann kommen. Es ist auch inzwischen ein Mysterium um mein Alter entstanden. Mehr oder weniger. Auf diesen Stellen noch nicht so ganz, auf dem Haystan schon etwas mehr. So zwischen 18 und 200 Jahre alt. Vielleicht auch 800. Muss mal Jesus fragen, vielleicht weiß der das. Und ich wohne in Bielefeld, also die Stadt, die es nicht gibt. Habt ihr bestimmt schon mal gehört? Rubiker 320, eine Menge Knives hat er mir hier reingeschmissen. Und wir kommen auch schon zur nächsten Frage, und zwar von Kevin Schröß. Wenn das Slenderman kommen würde, mit welcher Waffe würdest du dich lieber verteidigen? Eine AWP Dragonlord oder eine Negev Desert Strike? Mit einer Negev Desert Strike. Ich würde diesen Motherfucker so durchlöchern, du. Mit einer Dragonlord kann man nur ein Loch machen, mit einer Negev machst du 400 von denen. Und war das 300 im Schuss im Magazin? Ich weiß, hab's gerade nicht im Kopf. I'm Legend CSGO fragt, kann man mit dir irgendwie Kontakt aufbauen? Twitter, Facebook, Instagram. Die drei häufigsten Social-Media-Dinger, die ich benutze. Die Links zu Twitter und Facebook und Instagram findet ihr unten, wie immer, in der Videobeschreibung. Die habe ich da immer verlinkt. Egal welches Video, könnt ihr dort die Links finden. Aber auch auf YouTube selber, im Banner und überall stehen die Links. Ihr könnt mich überall finden und ihr könnt mich natürlich hinzufügen und fragen. Beziehungsweise auch einfach Kontakt aufnehmen, wenn ihr wollt. Janso fragt, Stan, wie alt bist du und welche Schule gehst du? Die Frage nach dem Alter habe ich ja schon. Und die Schule, ja, habe ich schon längst verlassen. Die nächste Frage ist von Marco Cardonini. Wie hast du mit YouTube angefangen? Hatten wir schon. Ich will der Allerbeste sein, wie keiner vor mir war. So ungefähr wahrscheinlich. Und er hat eine Frage, war, wie ich so geile Jackpots mache, bei Extreme kommt bei ihm nichts Gutes. Ihr müsst auf das Zahnrad drücken. Habe ich gerade nicht, weil ein Jackpot offen ist. Aber in der Mitte gibt es ein Zahnrad, direkt unter dem Wärter. Und letztendlich habe ich auch nicht so oft geile Jackpots. Ich muss sehr viele billige Runden zocken, bis endlich mal was Gutes kommt. Ich schneide das ja dann so kompakt zusammen, dass es innerhalb 10 Minuten sehr viele Runden reinkommen. Aber letztendlich muss ich auch fast über eine halbe Stunde spielen, bis endlich mal eine gute Runde kommt. So, Tired Like ist ein glücklicher Gewinner eines Bayonet Blue Steel. Ich hoffe, es gefällt dir. Oder auch nicht, weil das Trading-System beschissen ist. So, aber ein Gutknife Scorch kriegst du trotzdem. Ich bin ja nicht so. ZL Apollo will wissen, wie lange ich für Global Elite gebraucht habe und ob ich Critical Ops spielen kann. Für Global Elite, ich weiß nicht gar nicht. Ich muss mal in die Videos reingucken. Auf jeden Fall gar nicht mal so lange. Ich glaube, das von den Videos, die ich jetzt produziert habe, ist das eher ein geringerer Anteil. 3 pinke Items für einen gesunden Mix. Sollte fair sein. Ich brauche noch ein bisschen. Und Critical Ops, ich habe gehört, das ist so ein CSGO-Kopie, jetzt die auf dem Handy rausgekommen ist. Ich kann auf jeden Fall mal eine Folge machen. Ich habe ja meine One-Shot-Serie, wo ich ein Video zu einem Game mache und da kann man das natürlich wunderbar machen. BlackMay488 hat eine Souvenir Night, die mir anbieten will, und ich brauche immer noch ein bisschen Money. Die nächste Frage ist von Toxic Apple. Wie bist du auf Caseclicker gekommen und hast du irgendein Video dazu entdeckt oder selbst entdeckt? Der Tipp selber kam von Corrupted. Wir haben ja, auch vorher habe ich ja schon CSGO gespielt, einfach so nebenbei, bevor ich Caseclicker angefangen habe. Rupier muss ich leider abbrechen. Auf jeden Fall, als wir das gespielt haben, hat Corrupted gesagt, hey, bei Caseclicker kannst du neue Cases aufmachen, ohne Geld zu verschwenden. Weil weiß ich bei CSGO, ja, Hasse bei den Cases ist, dass man echtes Geld bezahlen muss, logischerweise. Für Geld muss ich arbeiten. Und da gebe ich das nicht für Skins aus. Und Caseclicker konnte man die Dinger aufmachen. Da dachte ich mir, hey, komm, machst du mal ein Video dazu. Was soll's? So, und Greendoor 273 bietet mir noch ein Bayonet Nike an. Versuche ich auch mal abzuschnacken, falls der andere nicht annimmt. Wenn ich Glück habe, nehmen beide an. Wie auch immer, als ich das entdeckte... Holy shit. Greenboy hat auch einen fetten Trade gemacht. Ah, leider haben wir schon einen glücklichen Gewinner, der mir den teuersten Trade machen kann. Aber das ist auch eine ordentliche Hausnummer. 234.000.
Super Stuff drin, eine Menge Dragon Lords, keine Souvenirs, soweit ich das jetzt auf die Schnelle sehe. Aber dafür ein paar Crimson Web, Factory News und Knights und Stat-Tracks, ach, schöne Dinge, hätte ich auch alles gerne. Auf jeden Fall, ich habe da eine Folge Case Clicker gemacht, einfach mal aus Spaß, weil, ne, war ja lustig, ein paar Cases aufzumachen. Habe ja auch mein erstes Knife da gezogen, direkt im ersten Video. Oh, das ist schon so lange her, wo ich das passiert ist. Und irgendwann kamen dann mehr Kommentare von euch rein. Da hat der erste geschrieben, mach mal nochmal Case Clicker. Dann hat der zweite geschrieben, mach mal nochmal Case Clicker. Dachte ich mir, ja, die Leute mögen es anscheinend, es kommt ja ganz gut an. Habe ich die zweite Folge gemacht und die dritte und die vierte und das ging immer höher, immer krasser. Ihr wurdet immer mehr Zuschauer kamen an, immer mehr Leute, die Case Clicker spielen. Und das ist schon krass, wenn so ein Spiel irgendwie immer mehr und mehr ankommt, als man selbst vorher gedacht hat. So, Brave Bolt kriegt auch ein paar Navys und er bietet mir auch eine Navy an. Ha, was ein Trade. Muss wahrscheinlich total duschbächig rüberkommen, oder, dass ich solche Trades mache. Aber hey, die Trades sind das ziemlich für mich anstrengend an den ganzen Case Clicker, weil diese Preise raussuchen hier, das irgendwo in den Rahmen fällt, dauert. Und es ist nervig. Es ist echt nervig. Weil das ganze Inventory-System ist einfach zu komisch komprimiert. Es ist alles ein bisschen... So, White Like 309. Mal gucken, ob er sein Crimson Web abgibt. Das sieht auf jeden Fall sehr nett aus. Die nächste Frage ist von Martin Pribernov. Und zwar will er wissen, was habe ich für Ziele auf YouTube. Auf jeden Fall mit anderen großen YouTubern irgendwas mal machen. Irgendeinen Film. Sowas wie Julian Bam. Als ob das irgendwann mal was wird, sei mal dahingestellt. Aber Julian Bam produziert einfach nur krass geile Videos. Und mit ihm mal ein Video zu drehen, irgendeinen Kurzfilm, das wäre schon der Hammer. Aber ansonsten würde ich natürlich gerne selber mal eigene Kurzfilme drehen. Ich habe so viele Ideen im Kopf. Ich will die mal irgendwie auf Band kriegen. Will mal Videos dazu machen. Einfach kleine Kurzfilme, die irgendeine Geschichte erzählen oder sowas. Das sind ja die Art Videos, die auf YouTube eigentlich am schlechtesten ankommen. Sowas wollen die Leute nicht sehen. Die wollen Fails sehen, die wollen Beauty-Dinger sehen, die wollen Case-Clicker sehen. Aber ich will es trotzdem mal machen, Kurzfilme, einfach coole Filme machen. Ich weiß gar nicht, wie ich mich da ausdrücken soll. Ich glaube, ihr versteht. So, LimeRazor 410 hat mir auch ein paar Knives geschenkt. Und wir kommen zu der nächsten Frage von Peter Albert. Als was arbeitest du denn? Ich bin so richtig klassischer Nerd und arbeite als Systemadministrator. Sprich, ich repariere Server, ich manage Server, stelle hier ein und pipapo. Hoffentlich mache ich das auch ganz gut und das arbeite ich halt. Und SilverSnake122 hat mir auch einen $1 Trade gemacht. Solche Trades finde ich irgendwie lustig manchmal. Weil bei den 1-Dollar-Dingern bin ich so selten unterwegs. Ich habe so viele Items, die 1 Dollar wert sind und keiner will die haben. Na klar, jeder will die teuersten guten Items haben. Zum Beispiel GoodRay442, eine Heaven Guard für 10 Cent. Sowas ist immer lustig. Mal gucken, ob ich 10 Cent getradet kriege. Kann schwer sein. Ja doch, kriegst du eine System Log. Gutes Ding. Das war's erstmal für die erste Hälfte der Frage. Die andere Hälfte der Fragen und die andere Hälfte der Trades kommt im nächsten Video dran. Ich mache hier einen Cut. Schaltet rein in die nächste Trading-Folge. Das wird ein Zweiteiler. Und gebt mir Flosse. Flop.